Willkommen zurück, St. Louis mit den Zwergen, die Nummer Hobbits und Eggernummen zu einem neuen Part Super Mario 3D World mit dem Zwergenfürst. Mal wieder. Wird mal wieder Zeit für Super Mario 3D World, nachdem wir im letzten Part den Level hier gemacht haben. Geht jetzt weiter mit Level 3, Welt 3, 2 und 3, 3 hoffentlich. Ach so, das Ding, ja. Uff, ich hoffe, das schaffen wir heute. War das nicht das, wo wir gescheitert sind? Im letzten Part. Ja, mal schauen. Das Level, wo wir den ganzen Part lang gehalten haben. Genau das. Vielleicht geht's ja heute mit Luigi. Scrolling Level. Okay, ein bisschen Concentration hier. Mal ins Ziel kommen. Das wollte das Spukhaus machen. Ich wollte es eigentlich offscreen gemacht haben, oder? Das hatten wir so abgesprochen, dass ich das offscreen mache, oder? Satz mit X. Habe ich wohl nicht offscreen gemacht. Wie es ausschaut. So viel dazu. Ja, sorry, zur Not schneidet ihr euch das raus, wenn das jetzt hier wieder solchen Face wird, dann sitzt jetzt hier halt eine Stimme dran. Wird wieder ordentlich frustrierend, aber was soll es? Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Ich glaube, bevor ihr euch noch 50 Face ansehen müsst, kurzer Cut an der Stelle. Wir sehen uns gleich wieder. Und das Level geschafft habe. Ersatzkatze. Oh shit. Ich hab eine Ersatzkatze. Habe ich es geschafft? Ja, die Sterne waren mir jetzt schnurzpiep egal erstmal. Ich wollte es Level erstmal schaffen. Die Sterne holen wir dann später nochmal oder offscreen oder irgendwas. Das ist jetzt wenigstens den Stempel habe ich bekommen. Hauptsache das. Uff. So haben wir es mal endlich geschafft. Hat diesmal nicht Stunden gedauert. Nur ein bisschen. So Welt 3-3. Hoffentlich wird es hier ein bisschen entspannter. Im Geisterhaus. Auf und ab im Gruselhaus. Und erhofft, dass ich Entspannung bin. Im Gruselhaus. Im Mario-Geisterhaus. Aus Mario nichts gelernt. Oder was? Nur Münzen drin hier. Etliche Jahre Super Mario Bros. Aber nichts draus gelernt. Denkt er tatsächlich in einem Gruselhaus. Und wer ist entspannt? Komm runter, Sofa. Das ist mein Stempel. Ist der jetzt noch ranzukommen? Muss da noch ein rankommen? Nicht mehr wirklich, oder? Uff. Deprimierend, wo man es schon gesehen hat.
Kacke. Das ist ja jetzt auch... Ich brauche jetzt eine Katze. Ich guck dich an. Check the point. Da haben wir auch noch einen Stern übersehen. Großartig. Der war wahrscheinlich unten. Wir sind die Treppe hochgelaufen. Da war er wahrscheinlich unten. Okay, Feuerblume. Okay, magische Treppe. Was ist mit dir? Oh nein. Weg hier. Nein. Kratz hier ab. Geistertreppen. Oh nein. Verdammt. Lass mich von so einem Buhu besiegen. Ist ja zum Heulen. Oh Kacke. Das war eine Fake-Kiste. Was gibt's da drüben zu sehen? Mehr Geister. Zeit gibt's dort. Okay. Ist ja seltsam hier. Ups. Ich wollte gerade fragen, Fake-Tür oder richtige Tür? Oha. Extra Leben. Kann ich gebrauchen? Leben des Todes. Oha. Tatsächlich Leben des Todes. Das war ein Fake. Ich glaube, die Zeit brauchen wir hier dringend. Oh nein, auch Luigi. Das passt ja hier ganz gut. Luigi im Geisterhaus. Uha! Weg hier. Und da war der nächste Stern beim Sofa. Oha! Nein, triff mich nicht! So ein Dreck. Boah, ist hier schon wieder. Nein, da will ich noch nicht hoch. Hier gab es doch bestimmt ein Item, finde ich. Wenn die Feuerblume. Kann ich mich einmal mehr treffen lassen? Der hält nicht lange aus. Ich kann ja auch nicht ständig angucken. Das ist eh eine Fake. Da ist nichts für Wichtiges drin. Durch. Lass mich mit Feuer nicht besiegen. Das ist ein Mist. Dreck. Ach, das Ding war ganz echt. Vergaß. Unless fake hier. Wenigstens die Münzen sind echt. Ja. Ab dafür. Uha. Die Tür. Und durch hier. Ach, da war's, wo ich aufgehalten, wo ich gekillt wurde. Nein, wie komme ich denn da lang? Wie soll ich denn an dem Kerl vorbeikommen? Den anschauen muss ich, aber... Auf Dauer? Ich muss doch irgendwie voranlaufen, das ist doch... Und Feuer kann man nämlich austricksen. Man muss, glaube ich, in die Reihen... Also in Super Mario 64 konnte man in die Reihen laufen. Hat was gemacht. Och, dreck mich. Leg mich doch um. Dreck mich am Arsch. Ja, genau.
Und dann müssen wir damit Feuer hin, damit wir da aushalten. Ach du Schreck. Der schafft mich hier noch. Ich muss oben drüber. Okay, was ist jetzt die beste Option? Nicht runterfallen erstmal. Hüpfen, so komme ich erstmal voran. Mit der Katze käme ich noch ein bisschen schneller voran. Nein! So sieht das doch niemals aus. Mit kleinen Luigi. Du musst doch nur einmal getroffen werden. Das ist doch unmöglich. Unmöglich ist das nicht, aber... Wo ich Katzen-Mario führe, oder Katzen-Luigi. Eine unsichtbare Kiste hier, die ich nutzen kann. Man muss einfach nur mit Luigi aushalten. Da gibt's noch was zu sehen. Ein extra Leben. Oha. Sinnvolle Sache, das extra Leben. Na komm, halt durch! Ich sag halt durch, verdammt. Wie soll das denn was werden? Da gibt's doch vielleicht oben was drauf. Gibt's nicht. Irgendein Trick ist da doch drin. Na, so klein ist das jetzt auch wieder. Das ist doch... Ach Mensch, Zwergi, du stellst dich an. Na, wir kommen da doch niemals voran, weil das Ding rollt doch in die gegengesetzte Richtung. Nein. Das wäre gut, aber ich denke nicht, dass wir damit, Berufs ausschalten. Wir werden zumindest nicht mehr von... Oh, wir können es. Für den Loop hier. Kleines Item, was ihn gegen Berufs effektiv macht. Okay, dann kommen wir zumindest an den Großen vorbei. Tun wir so, als hätten wir keins. Wir strengen uns trotzdem irgendwie an. Wir können ja sprinten, das ist eventuell eine Möglichkeit. So kann man eventuell über solche Dinge. Ja genau, das ist der Plan. Einfach immer lang sprinten. Das war die Idee. Oh, eine Fake-Flagge. Ist das jetzt die richtige? Ja, ist die richtige. Und keinen einzigen Stern gefunden. Überall versteckt. Den Stempel haben wir gesehen. Den können wir uns zumindest noch holen. Versuch wenigstens noch den Stempel zu kriegen. Wenn wir schon die Sterne nicht kriegen. Nächstes Mal noch den Stempel. Nein. Ich versuch's mal ohne. Komm, das ist doch hier eine Möglichkeit. Okay, eine Blume gibt's dort. Gibt's da noch mehr? Da unten gibt's noch was.
Brauchen wir da Tanuki für? Und was passiert hier? Nächstes ist eine Sackgasse oder was? Und wo ist dann der erste Stern? Ah, da oben ist was. Muss man aber erstmal hinkommen. Ist da nur Zeit oder? Okay, ich versuche erstmal hier hoch. Und jetzt den Stempel ab. Das ist, glaube ich, nur eine Uhr. Oh! Sind wir mal für den Sitz nichts grüßen. Okay, wie sollen wir an den Stern da rankommen? So, das ist der erste Stern. Im Gemälde. Von Mario 64 des Größten. Müssen wir mal nach Gemälden Ausschau halten. Vielleicht sind das immer die Gemälde, die dort. Ja, ein Bücherregal ist doch safe irgendwas. Können wir doch mal versuchen, im Bücherregal was zu erhalten. Ich würde doch hier gleich von den Berufs. Aha. Okay, wo geht's hier hinein? Ah, da ist der Stern. Der zweite Stern. Sehr schön, ich bringe den Tanuki auf. Hier ist ein Münzchen. Für den fleißigen Finder. Als Finderlohn. Ich geh mal hoch. Checkt Point, da haben wir jetzt zwei Sterne und den Stempel schon mal sicher. Den dritten gibt es dann bestimmt auf der Couch, den wir schon gesehen haben. Das können wir doch wegschweben. Fehlt auf der Couch. Könnten wir es mal versuchen. Ich mal durch. Und wir den Kollegen, sie wissen wir jetzt, den Großen einfach mal ein bisschen sprinten. Da müssen wir mal gucken. Da stehen schon so viele Buhus. Ja, safe. Und dann den dritten Stern. Sehr schön. Jetzt nur noch einmal ins Ziel schaffen. Dann haben wir Tanuki. Das ist jetzt nicht mehr das Problem. Dann kommt Fake-Flagge. Und aber ins Ziel. Sehr schön. Level erfolgreich abgeschlossen. Level beendet. Ein Buhu-Stempel. So, aber ins nächste Level 1 schaffen wir noch mindestens heute. Hier Level Welt 3, 4 schaffen wir heute noch. Und da noch mal rein. Panik in Pastell. Oha, ein pastellfarbenes Level. Oha, ach du Scheiße, das ist ja wirklich Panik. Zeit. Ich hoffe, die kriegen Zeit. Ich brauche Zeit. Panik in Pastell ist nicht wirklich Zeit, ja. Das ist die Zielflagge, aber the fuck. Nicht zu hektisch sein. Das kriegen wir schon hin. Nur die Ruhe.
Die Zeit würde uns hetzen, aber so ehrlich ist es nicht. Da hinten ist eine Zeit. Da hinten ist eine Uhr. Das kriegen wir hin. Keine Panik auf der Titanic. Nur die Ruhe. Nicht zu viel Ruhe, aber ein bisschen Ruhe. Holen wir uns die Zeit ab. Okay, da brauchen wir Peach für. Das war nicht viel Zeit, aber... Sehr schön. Haben wir zwar keinen einzigen Stern geschafft, aber... Okay. Immerhin Level geschafft. Das war ja wohl nix. Ah, da gibt's nur drei Sterne. Da gibt's drei Sterne in dem Level oder was? So, tatsächlich drei Sterne und ein Stempel. Okay. Und das durch eine Kürze der Zeit. Den Pastellland finden. Drei Sterne. Okay. Sind aber arg versteckt. Ah, okay, der Hase hat einen Stern. Den sollen wir jetzt jagen in dieser kurzen Zeit. Ich stellst du dir so vor. Das soll was werden. Den kriegen wir vielleicht auch mal. Ob wir dann noch ans Ziel kommen. Das ist der zweite? Okay. Ich schaue jetzt erstmal, wo die Sterne sind. Dann... Wo der erste Stern ist. Du musst ja hier irgendwo versteckt sein. Ein lila Block vielleicht? Ich weiß. Wo ist der Stern? Also einen haben wir, das ist das Häschen. Was wir sehr schnell finden müssen. Ah, hier ist der erste Stern. Okay. Das zweite Stern ist beim Hasen. Da hier mal schnell rüber. Den Hasen sofort einfangen. Keine Zeit fürs Fangspiel. Achso, den haben wir schon. Wurde gespeichert. Den nicht daneben fallen. Der gibt's bestimmt. War eigentlich Peach für, aber... Da drüben war bestimmt ein Stern. Oder zumindest ein Stempel. Okay, müssen wir Peach nochmal hin. Wenn das sein muss für den Stempel oder für den Stern. Okay, da geht's nochmal zu einer Wolke. Ich hole mir erstmal die beiden Sterne. Gehe ich da nochmal rein. Das Level ist so kurz. Da können wir gleich nochmal reinstarten. So einen Stern und einen Stempel suchen wir hier noch. Stress in Pastell. Ja. Panik in Pastell. Na, Stress ist es auch. Ach, ich wollte da mit Peach reingehen. Was so ist. Müssen wir noch ein drittes machen. Ein viertes Mal, meine ich. Jetzt wollen wir mal gucken, was es dort hinten gibt. Schwierig. Nicht übers Ziel hinausrennen. Komm vielleicht gleich hier. Okay, das ist die Piranha-Pflanze.
Ein Albtraum in Pastell. Okay. Auf der Wolke ist doch bestimmt noch was los. In der kurzen Zeit. Hat ja Spaß. Zeit. Zeit ist hier sehr wertvoll. Da ist der dritte Stern. Den Stempel holst du den Beach ab. Der Safe für Peach, der Stempel. Ich glaube, das können wir ändern, bevor wir dort reingehen. Das können wir auch hier auswählen, oder? Mit wem wir da reingehen. Wir ändern. Mit Peach. Let's go. 100 Sekunden für das Level. Ich kann so auch hier ein bisschen schweben. Das Level ist eigentlich optimal für sie. Für die Peach. Und das ist der Stempel. Sehr schön. Braucht es nur Peach für. Noch ein paar Münzen sammeln. Eine kurze Zeit. Ein Endlos-Lock oder was? Dann mach ich das, bis die Zeit vorbei ist. Ein Endlos-Lock. 5 Sekunden vorher. Na komm, ein Leben kriegen wir hier noch hin. Sehr schön. Baby Peach. So, dann haben wir doch in diesem Part im Prinzip 3 Levels geschafft. Im Prinzip. Ich weiß nicht, wie lange der Part hier schon dauert. Ich hab die Zeit nicht mehr im Auge, vor allem nachdem ich hier eine Ewigkeit dran gesessen habe. Schauen wir mal. Wenn nicht, wird es heute ein kürzerer Part. Damit ich noch unbesonders nicht gefallen haben, lassen aber da neu seid. Ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt hier zu ändern. Gut, wir sehen uns im nächsten Part Super Mario 3D World wieder mit dem Zwergenfürst. Und ja, haut drin, bis dahin. Wir machen auch das hier. Mit dem Glücksspiel. Naja, das war aber nichts. Wenigstens ein paar extra Leben, 2 extra Leben. Dass wir jetzt wieder bei wie vielen sind? Bei 5 sind wir wieder Standard 5. Sehr schön. Beim nächsten Mal machen wir mit Kamek weiter. Und dann vielleicht auch mit hier ein paar weiteren Levels. Das war dann vielleicht irgendwann mal hier zum Schluss in Welt 3 kommen. Ja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag und man sieht sich. Haut rein. Ciao.